Heute erkläre ich euch, wie wir einen Print-and-Cut-Job mit Passamarken anlegen. Üblicherweise sind die Systeme sehr schneidgenau. Hier sieht man zum Beispiel eine rote Linie. Diese rote Linie können wir im Bereich Informationen, Eigenschaften vorgeben. Wir haben hier 300 mm eingestellt, weil wir in diesem Bereich ohne Passamarken schneiden können. Wenn wir zum Beispiel in die Druckeinstellungen gehen, sehen wir, dass wir nichts weiter zu tun brauchen. Das ändert sich aber zum Beispiel direkt, wenn wir eine Skalierung vornehmen. In dem Fall skalieren wir unser Layout mal um 100 mm. Dann kommen wir in einen Bereich, in dem nicht mehr genau geschnitten werden kann. Wir brauchen also Passamarken. Wir wählen uns eine außenliegende Passamarke aus und sehen direkt, wie das Layout zurückspringt. Es bleibt exakt der Bereich frei, den die Passamarke braucht. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wenn wir Kopien anlegen, hier jetzt mal 3 Stück, dann erscheinen jetzt die Optionen individuell und komplett. Individuell bedeutet, dass um jedes einzelne Layout eine eigene Passamarke gesetzt wird. Bei komplett wird um den gesamten Job eine große Passamarke gelegt. Hier gibt es noch die Möglichkeit, als zusätzliche Sicherheit im Rasterlink 6 Plus Zwischenpassamarken einzufügen. Und zwar im Scan-Bereich oder im Feed-Bereich. Voreingestellt sind hier 2 und wir sehen, sie werden auch eingefügt. Wir haben also im Bereich der Passamarken mehrere Möglichkeiten, die Ausführung des Jobs nicht zu sehr in die Länge zu ziehen und trotzdem eine gute Schneidegenauigkeit zu erzielen.